Hallo, grüßt euch, guten Morgen. Yes, geil. Warum ist das Bild so verschwommen? Was ist los mit dir? Hier ist mein Gesicht, Kamera, was ist los? Echt, manchmal spinnt die so, ne? Vielleicht denkt sie auch, das ist mein Gesicht so irgendwie, ne? Also, ich will es schnell machen, weil das wird jetzt eine lange Session irgendwie. Mizep weiter 4 und gewünscht hat es. Let's Battle Dogs. Broken Heart, Moment, ich habe gerade das andere Ding offen. Leon W., Philipp V., ein Busfetischist. Okay, also ich kürze oft den Nachnamen ab, weil ich nicht weiß, wie lange ist das Video online. Vielleicht will einer dann, löscht seinen Kanal und so, ne, und will dann nicht mehr irgendwie genannt werden oder so. Und ich bin dann der Dackel irgendwie, ne. So, jetzt gehen wir wieder hier rüber und dann schauen wir mal oder fangen wir mal an. Ja. So funktioniert natürlich mal wieder nichts. Alter, was ist los? Jetzt. Ja. Okay, das war so ein bisschen Werbung, oder? Ja. Alles gut. Yeah. Ja. Keiner von euch kennt mich, keiner hat nen Plan, wer ich bin, was ich mach, für euch alle nicht real. Geboren 95, Hamburger Süden, als kleiner Junge eher unauffällig, einer von vielen. Geboren 95, da ist er jetzt, sechs, oh, Taschenrechner raus, oh yes, na jetzt Taschenrechner hier, so, okay, ja, also 26, ne? ja. Super jung irgendwie, ne? Aber er macht schon echt eine Zeit lang wohl, ne? Ja. Geboren 95, Hamburger Süden, als kleiner Junge eher unauffällig, einer von vielen. Ein Ziel, außer Fußball war nichts anderes im Kopf drin. Profispieler Bundesliga, Piotr Trochowski. Ja. Fußball ist ja ganz gut, machen ja viele Jungs irgendwie, ne? Dass sie da, so wenn sie jung sind, irgendwie natürlich den Stars. Die Stars an Himmel auch so werden wollen und das Ziel haben irgendwie. Jeden Tag am Bolz. Besser als dass er nachher Rapper geworden wäre oder so, ne? Das wäre natürlich auch heftig. Ich muss wieder zurück, ich weiß, ja. Weil war nichts anderes im Kopf drin. Profispieler Bundesliga, Piotr Trochowski. Jeden Tag am Bolzplatz, spielen auf Beton. Doch das harte Training schaffte meine Krisen nicht davon. Schulisch auf der Kippe, keine lukrativen Mittel, um in Hamburg zu trainieren. Die Karriere war Geschichte. Okay, keine lukrativen Mittel, um in Hamburg zu trainieren, ja. Ja, das glaube ich, dass es schwierig ist, da in so Vereine reinzukommen und auch immer wieder zum Training gefahren werden und so weiter, ne? Das ist, ja, wahrscheinlich nicht einfach. Mit den Jahren traf die Realität. Freunde kommen, Freunde gehen, doch es geht, wie es geht. Früher beste Freunde, immer PlayStation und Fußball. Heute kein Kontakt mehr, doch ich hoffe, dir geht's gut, Mann. Ja, schade, irgendwie, ne? Wenn man so Freunde gehabt hat dann so und wenn die sich dann aus den Augen verlieren, finde ich echt schade. Nur sehr wenig sind geblieben, doch überlebt eine Freundschaft, auch Entfernung ist sie nicht mehr zu verbiegen. Fäden halten wie Stahl, auch über Waldareal. Oft nur ein Lichtblick, aber uns ist deren Meinung egal. Was hat er denn da? Sorry, jetzt habe ich natürlich irgendwie so einen falschen Moment. Ja. Er verkauft Monitore. Ich habe hier auch zig Monitore irgendwie. Aber ich sehe hier das Teil da. Sieht man das hier, meine Maus? Ja, nein, scheiße, sieht man das gerade nicht. Das ist ja doof. Das andere Fenster, das bringt auch nichts. Ja, nee, doch. Hier sieht man es, genau. Yeah. Das ist, ja, das hier. Wenn der Strom ausgeschaltet ist, also dieses Stream Deck hat er auch gleich entdeckt. Dann hat das nämlich dieses Zeichen hier. Ja, wollte ich nur mal sagen. Ja, erwachsen werden ist kein einfacher Weg zwischen Alkohol, Gras und diesem Weiberproblem. Ja, das ist so, ja. Das geht jedem so. Ja, und den Frauen geht es so mit ihren Männern Problemen. So, ne? Ja. An die Verführungen sind natürlich echt groß, klar. Hab schon früh erkannt, hier läuft im Unterricht was falsch. Sie züchten dich zum Sklaven, alle ungerecht und kalt. Das Schul
Ja, okay. Also Schule, ja, habe ich auch als empfunden, so schrecklich. Ja. Krankmachend, auf jeden Fall. Absolut krankmachend. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist. Aber damals, hey, da gab es immer Schlägereien, Leute sind gemobbt, gedisst, geschlagen, erniedrigt worden und so weiter. Ne? Ich habe mitgemacht, teilweise habe ich Schlägereien gehabt, ich habe teilweise jeden Tag nach der Arbeit irgendwie, nach der Schule habe ich eine Schlägerei gehabt oder so. Ne? Das war echt krank irgendwie, das war echt beschissen. System ist Dreck, erzwingt Leistung mit Gewalt. Sehen Talente als Problem, statt sie zu fördern, schränkt sie ein. Konnt nie Noten lesen, stand in keinem Orchester, doch für Rap mehr als ein Musikstudent mit 30 Semestern. Ja, das glaube ich, dass er das fühlt und die Musik fühlt. Und Studium ist, glaube ich, auch wenn du so Religion irgendwas studierst, so Theologie oder so, ne? Ich habe mal einen Kumpel gehabt, so, ne? Die lernen gar nicht so das Spirituelle, die lernen irgendwie so theoretisches Zeugs. Und bei Musik ist es wahrscheinlich so ähnlich, ne? Dass du viel Theorie lernst und dieses Gefühl dann für was. Aber Noten kann man trotzdem auch lernen. Das ist kein Grund, nicht auch Noten zu lernen. So ein bisschen wenigstens so, ne? Mazep, nur mal so. Also glaub nicht das, was Leute dir erzählen. Doch mach die Schule fertig, glaub mir, es wird häufig zu Problemen. Jeden Tag am Saufen, Jäger ohne Pause. Da kam der Tod und zog mich raus aus dieser Schlaufe. Okay, das wird jetzt interessant. Wer, welcher? Ah, hier sind wir. Jetzt habe ich sogar gefunden, wo ich gerade bin. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Auf einmal war das alles so real. Sie war einfach nicht mehr da. In die Zeitung, dann ins Grab. Wurde schon oft gekickt vom Leben, aber keiner war so hart. Hab schon einige verloren, aber keiner stand so nah. Auch der meinen Namen gab, ist heute nicht mehr da. Rest in Peace, Bruder, für dich mach ich weiter jeden Tag. Ständig fragen sie nach, glaubst du an Jah wa Allah? Nach meiner Herkunft, Bruder, guck, mir ist das alles egal. Okay, das war jetzt ein bisschen viel für mich, so. Wer war nicht mehr da? Auch der meinen Namen gab es heute nicht mehr da, weil ich den Bissbruder fertig mache. Ich weiter jeden Tag. Denn die fragen sie nach, glaubst du an Yahweh Allah? Das alles egal. Okay. Ja, kann ich nichts zu sagen. Religion sieht man nicht an wie deine Gucci-Sandalen. Und man brüstet sich nicht damit vor den anderen in Bars. Man Ja. Religion zieht man nicht an wie deine Gucci-Sandalen und man brüstet sich nicht damit vor den anderen in Bars, ja. Ja, gut. Verurteilt doch niemand für sein Glauben, ist klar. Jeder so wie er mag und nicht so wie sie sagen. Alles eine Sache zwischen dir und deinem Gott. Behalt sowas für dich und publizier es nicht sofort. Cool. Cool gesagt. Ja, echt cool. Ich glaube sowieso nicht so an die. Ich meine, die Kirchen haben teilweise auch. Also ich war zum Beispiel meine Schuldenberatung, also vor, wo ich aufgehört hatte, über 20 Jahre, oder nee, 20 Jahre oder so, ne? Da war ich so am Anfang natürlich Schulden gehabt und so, ne? Dann bin ich zur Schuldenberatung, war auch von der evangelischen Kirche und so, ne? Die haben mir da schon echt geholfen, irgendwie aus dem Scheiß rauszukommen. Also man kann nicht immer nur Schlechtes dann über die Kirche sagen. Für viele Leute hat es auch natürlich der Glaube, Religion und so hat das auch einen hohen Stellenwert und auch eine Gemeinschaft. Für mich eher nicht so sehr, weil ich, oh, ich war früher Ministrant und der ganze Scheiß irgendwie so ätzend. Also, aber Spiritualität ist so der Kern eigentlich von Religion und da bin ich eher so, das interessiert mich mehr. Vertraue nicht sofort und pass auf, wenn du begegnest. Denn manche hier verleiten unterm Deckmantel des Bösen. Erkennen deine Probleme, aber ziehen dann als Lösung die Verbreitung ihres Hasses in Form von dir in die Erwägung. Okay, in Form von. Sorry. Wo bin ich eigentlich jetzt? Fuck. Ah, von dir in Erwägung. Okay. Den manche hier verleiten unter dem Denkmantel des Bösen, erkennen deine Probleme, überziehen dann als Lösung Verbreitung des Hasses in Form von dir in Erwägung. Okay, also er hat jetzt so am Anfang so noch von seiner Kindheit und alles und erzählt aber auch, denke ich, jetzt immer noch so von so wie er aufgewachsen ist, von den Problemen, die es gab und den
Gefahren, Verführungen und sowas, ne? Ja, oh, ist interessant. Auch wie er es strukturiert irgendwie, ne? Mit den Jahren bin ich kälter geworden und frag mich jeden zweiten Tag, was mich noch hält hier im Norden. Von den alten Jungs ist keiner mehr geblieben, gründen eigene Familien, bleib allein und musiziere. Seit ich 18 bin, schreibe ich schon noch tausende Songs. Okay, seit er 18 ist. Ach, jetzt hat er seine Monitore an. Okay, da macht er also Musik. Ja. Cool, ich habe auch drei Monitore, aber ich habe den mittleren so hochgestellt. So irgendwie, das ist besser. Da kann man zum Beispiel jetzt auch hier den Text so, ne? Den kann ich so schön runterlassen. Das ist irgendwie, finde ich, das praktischer für mich. Doch immer Hauptstraßen, Dachgeschoss, Außenbeton. Ich will raus hier, einfach in den Flieger und dann weg bei. Dafür muss ich noch ackern, Bruder, finanziell gedeckt sein. Ja, das ist das Problem, dass man gerne mal dann irgendwo angebunden ist, gerade mit dem Job und so, ne? Geht mir ja auch so mit Computerservice einfach so örtlich angebunden und sowas, ne? Würde auch gerne irgendwo arbeiten, so ein bisschen digitaler Nomade, das wäre auch mal sehr reizvoll. Doch schieb die Träume beiseite und komm zurück in das Leben. Ich war es leid, auf alles Rücksicht zu nehmen. 2013, dann als Mike begann mit Battle Rap. Damals kein Gejaule, sondern straight in deine Fresse Rap. Okay, der hat gebettelt, okay. Interessant. So, ich muss mir das mal angewöhnen, wenn ich rede oder so, vielleicht mal die Totale irgendwie zu nehmen, aber oh Gott. Ohne Erfolg, aber mit Spaß an der Sache. Niemals Fame-Gedanken, rappte keine Parts für die Masse. Niemals Fame-Gedanken, rappte keine Parts für die Masse, okay. Schreib den ersten Song, um Message in den Part zu verpacken. Das war noch weit vor Autotune und Balenciaga Bauchtaschen. Hol die ersten 100 Euro von der Sparda-Bank ab. Es war ein Traum davon zu leben, damit Bares zu machen. Okay. Heute hol die ersten 100 Euro von der Sparda-Bank ab, ja. Cool. Naja, also bis man da mal Geld verdient, so wenn man Rap macht oder so, das ist schon hart, das ist schon ganz klar. Das ist so, oh, wahrscheinlich, wenn du Kohle machen willst, irgendwie eigentlich die blödste Art und Weise, so, ne? Doch das Geld kommt, geht, so wie Freundschaft und Frauen, deshalb folgt deinem Traum und der Rest nimmt seinen Lauf. Noch heute hängen die Poster von den Crewdecks im Zimmer, nie wieder Arbeit, sondern nur Rap für immer. Ah, Crewdecks im Zimmer, das habe ich nicht verstanden. Nie wieder Arbeit, sondern Rap für immer, ja. Das ist dann cool, wenn er so eine Entscheidung hat. Das macht er jetzt einen Punkt irgendwie, ne? Das ist schon immerhin etwas. Nie Geld fokussiert, wir hatten immer viel zu wenig. Aber willst du überleben, brauchst du mehr als die Genetik, um im Käfig zu bestehen und immer gegen das System. Hier sind die Ebenen verdreht, guck, ich schräge das mal eben. Erstellt deinen Zukunftsplan, Newsformat, YouTuber, Berichte über Rap und Kommentare meiner Zuschauer. Fuck, hey, wo bin ich jetzt? Verfickte Scheiße, es geht mir so ums Sack hier. Ich kann das besser, wenn ich es noch ein bisschen lesen kann. Dann kriege ich es schneller in meinen Kopf rein, so irgendwie, ne? Dann gucke ich und dann hänge ich wieder irgendwo, wo es nicht, ey, Mann, echt habe ich scheiß Probleme, ey. Das ist echt hart. Hier sind die Ebenen verdreht, guck. Ich regel das mal eben, erstelle einen Zukunftsplan, Newsformat, YouTuber, Bericht über Rap und Kommentare meiner Zuschauer. Ah, okay. Doch für Rap kann ich Hochverrat. Okay. Deinen Zukunftsplan, Newsformat, YouTuber, Berichte über Rap und Kommentare meiner Zuschauer. Plötzlich kam die Kohle, doch für Rap begann ich Hochverrat. Es ging nur um Geld und Klicks und darum etwas hochzuladen. Nur für Money, doch ich konnte das nicht. Die alten Songs alle begraben unter Tonnen von Klicks, also. Okay, alles klar. Das ist ja interessant, ne? Aber auch ehrlich dann. Und das dann auch hochzuladen. Ich sag mal von hier. Hallo, Leute. Ja. Okay. Ja. Ist natürlich hart, wenn man so in dem Business ist, ein Stück weit und auch Kohle verdienen muss und so weiter. Das ist hart, aber auch. Ja, man hat auch Bock wahrscheinlich was zu produzieren oder so. Das ist auch einfach Lust und auch so, vielleicht so ein klein bisschen wie eine Sucht oder sowas, ne? Lieber fange ich neu von null an, noch behalte meine Liebe für Rap. Doch es lief nicht, die Fanbase war kaputt. Rippe Songs über Songs, steh am Fenster und buff.
Die Fanbase war kaputt. Ja, das ist natürlich interessant, wie sowas läuft, so mit Fanbase und sowas, ne? Dass er die jetzt dann verliert. Ich weiß nicht, was er vorher gemacht hat oder so, ne? Oder welche Songs er da gemacht hat. Oder weil er halt ehrlich war, dass er halt. Aber jetzt hat er doch Rap für die Familie irgendwie, ne? Da ist doch, habe ich so einen Eindruck, also es ist eine sehr starke Fanbase. Vielleicht, weil er sich jetzt auch ehrlich gemacht hat, ich weiß es nicht. So im Nachhinein oder keine Ahnung. Warum? Wegen den Texten vielleicht. Würde mich mal interessieren. Schreibt mal rein, was ihr an Mazep gut findet. Vielleicht mache ich da auch mal eine Umfrage, weil das interessiert mich wirklich. Ja, ich mache mal eine Umfrage. Ich wollte aufhören mit Tracks, ein Song raus, dann bin ich weg. Anfang des Jahres und beginn dann eine Ausbildung statt Rap. Doch die Resonanz zeigt, dass unter Tausenden von Tracks sich ein Haufen von Talent unter der Staubwolke versteckt. Ja. Ah, eine Ausbildung. Interessant, was? Also, nahm ich mir mein Track nach zum Motto. Machte weiter und der Hype kam wie ein Sechser am Lotto. Seit dem Tag glaube ich an Karma, es ist das, was du getan hast. Ob du wartest auf Samsara oder gehst, weil du nen Plan hast. Nebenbei mit Disses, Kekos, wecke das mit Papas, denn. Was, was, was? Nebenbei mit dieses Kekos weggehen mit Papas. Ah, ein Teil bleibt. Ja, okay, ja, dieses Battle-Dingen. Okay, alles Ein klar. Teil blieb noch immer dieser Battle-Typ von damals. Ich gebe niemals auf, steh ich am Ende da mit 30 und hab immer noch kein Album verkauft. Meinen Sinn. Seit dem Marshall Mathers LP wusste ich plötzlich, wer ich bin. Setz mit Risiko auf Win, meine Ziele sind utopisch. Sah schon auf den Kliniken in die Augen des Todes. Okay, was hat er da an? Es geht jetzt hier um eine Psychiatrie oder sowas. Ja. Ich hab nichts zu verlieren, weil ich am Ende weiß, er holt mich. Bis da hol ich uns raus, auch entgegen aller Logik. Sie sagten, ruh dich aus, mach auf safe, steh und warte. Doch lieber geh ich drauf als den Weg eines Sklaven. Ich geh nicht mehr in Clubs, weil ich hasse das Klischee. Auf Alkohol, dein Messerstich, man alles schon gesehen. Ja, aber früher auch schon so. Echt heftig irgendwie. Weiber ficken, Herzen brechen, morgens wieder gehen. Tausendmal erlebt und vielleicht könnt ihr mich verstehen. Am Ende zählt nicht, wie viel Weiber in den Nächten du hattest, sondern welche ist doch bei dir auf der letzten Etappe. Okay, das ist natürlich eine interessante Aussage. Am Ende zählt nicht, wie viel Weiber in der Nacht du hattest, sondern welche noch bei dir ist auf der letzten Etappe. So, ja. Wenn ich eins gelernt hab, dann nie aufzugeben. Schlaf geht verloren, wenn du versuchst, deinen Traum zu leben. Vermeide Leute, die probieren, es dir auszureden. Fokus liegt auf rauszugehen aus dem System und nicht mit 50 draufzugehen. Nicht mit 50 drauf zu gehen, ja. Ja, das ist die Kunst. 50 ist echt so eine Grenze, wo viele sterben, weil die Leber irgendwann nicht mehr mitmacht und sowas, ne? Dann baut die echt brutal ab, so, da muss echt mindestens da, allerspätestens anfangen, gesünder zu leben. Wenn nicht die ganze Zeit irgendwo beim Arzt hängen willst oder so. Du wirst älter, deine Eltern werden sterben. Klingt hart, das sozusagen, deshalb halte sie in Ehren. Bau ein Leben nach deinem Wunsch, versuch dich selber zu ernähren. Bau ein Leben nach dem Wunsch, versuch dich selber zu ernähren, ja. Und gesund zu ernähren. Ja, jetzt. Ja. Sei nicht abhängig von anderen, verstell nicht deine Werte für den Fame, für den Job oder für eine Frau. Bleib du selbst, sei loyal, weil sie kriegen es raus, Fanny. Bleib du selbst, sei loyal, weil sie kriegen es raus. Ja, bleib du selbst. Das ist so eine Frage, das ist so dahergesagt, so einfach, ne? Aber du selbst, was ist mein Selbst? Das ist eigentlich die Frage schlechthin. Das hat aber nichts mit dieser Einstellung zu tun oder so. Weil ich glaube, es ist wichtig, dass man sich auch verändert. Ja? Nicht so stehen bleiben, sondern sich verändert, anpasst. Ja, sonst ist man so ein ewig Gestriger, ja. Es war schon immer so, es wird immer so bleiben. Also dieser Spruch so, bleib du selbst oder so, ja, das Selbst wird auch noch in anderen Kontext gebraucht, aber wenn er damit meint, so lass dich nicht verbiegen oder so, das ist ja, das ist vielleicht nicht im negativen Sinne verbiegen irgendwie so, ja, würde ich das eher, ja, ist halt schwierig in einem Satz das vernünftig auszudrücken dann, ne? Wo war ich jetzt wieder? Oh my goodness.
Fame oder Geld fokussiert. Wollte Song bringen nach Song und die Welt therapieren. Mittlerweile geb ich fix auf deine Hits und diese Major Labels. Für andere schreiben damit Manager, die Geld erzählen. One Man Show, wird schon immer alles selber regeln. 25 Jahre, ich will raus, um diese Welt zu sehen. Mein Leben 24/7 nur Rap. Ich bereise fremde Länder nur für Videosets. Okay. Das ist jetzt sein Raum, okay. Ah, da links an der Wand was hängen, wahrscheinlich so zum, sieht man das ja, zur Dämmung oder so. Sitze nachts allein zu Hause, suche Beats und schreib Tracks. Bruder, Party ist nicht drin, ich schreib mal wieder einen Text. Hab mittlerweile über 800 Songs, ja vielleicht brauch ich noch paar tausend, bis die Platte mal kommt. Geduld zahlt sich aus, sagte Jadek voraus. Das Problem mit der Zeit, diese paar Taktik auch. 40 Stunden Arbeit, jede Woche dazu Fullrap. 120 Stunden, nenn mir einen, der das durchhält. Arbeitet er noch? Ja? Er hat irgendwie gesagt, mal er hat da eine Ausbildung gemacht, hat aber nicht gesagt, er hat die Ausbildung aufgehört. Ist er jetzt auch am Arbeiten, oder wie? Jahrelang am Rennen zwischen Treue und Verrat. Karma kommt und es gönnt, ich bereue keinen Tag. Danke Gott, danke euch für die Money Rolls. Fick auf Hunde, die nicht standen können wie Maxi Box. Ich bereue keine Tat, keine kleinste Sekunde. Jeder Bruder, der noch da ist, ist ein Teil dieser Runde. Danke Monte, auch wenn's niemand mehr weiß. Ohne dich wäre diese Scheiße heute niemals gehypt. Kuss. Ah, echt? Hat er den irgendwie... Monte ist ja Montana Black, ne? Ja. Ja, hat er den irgendwie mal erwähnt oder sowas? Ist ja cool. Ah, okay, jetzt verstehe ich auch. Ich brauche manchmal ein bisschen länger. Attitüde, Reset, 1995. Ah, okay, diese Parts selber haben immer irgendeine Überschrift. Okay. Also es sind quasi in vier Parts auch irgendwie unterteilt. Jetzt ist 2020. Interessant, wie er das gemacht hat. So. Ich glaube, das muss man machen, sonst ist alles so super durcheinander und so, dass man das so zeitmäßig irgendwie unterteilt, ja. Ah, das steht's auch. Ja. Ganz groß extra für mich, dass ich es auch mitkriege, ja. Die Jahre, sie vergehen. Rap bringt neue Freundschaften, guck und andere vergehen. Ich wünsch euch alles Gute, keine Negativität. Doch alleine bleib ich RFDF und besteh. Ah, okay. Rap für die Familie, aha. Ja, so hab ich da von Mindset irgendwie, hab ich das mitgekriegt. Ich hab den irgendwie mal reacted und dann kam gleich so ein Raute RFDF, ne? Und dann, hä, was heißt das? Ja, ich hab ja keine Ahnung gehabt, so. Die letzten Jahre voll von Panikattacken. Meine Psyche war gefickt von zu viel Arbeit im Nacken. Ja. Ja, das ist die Gefahr, hey. Ich kenne sowas. Wenn man dann nicht mehr rausgeht oder so irgendwie, ne? Oder Leute irgendwie hat so. Täglich depressive Phasen und Probleme mit dem Schlafen. Mit dabei täglich die Angst, in diesem Leben zu versagen. Nur auf Paracetamol oder Novaminsulfon. Weil die Schmerzen in meinem Kopf wurden zu physischen Symptomen. Was ist denn das? Novaminsulfon? Vielleicht ein Antidepressiva oder so? Nochmal hier. Muss ich jetzt wissen. Wo knallen wir dich rein hier? Sorry, ich muss kurz gucken. Gegen starke Schmerzen, hohes Fieber und Krämpfe. Das sind Schmerzmittel. Was? In dem Schmerzmittel? Okay. Ist aber nicht unbedingt gut. Ah, ja. Ah, oh, fick die Wand an, ey. Das ist immer scheiße, ey. Wenn ich jetzt hier auf der Seite bin, jetzt gehe ich hier weiter und dann... Hass. Ich brauche wirklich jemanden, irgendeinen Roboter. Eine KI, die das für mich macht, ey. Meine Ex-Freundin wirft sich vor den Zug, Bruder, sag, was willst du tun? Dieses Leben ist ein Fluch, ich mach alles mit mir selbst aus, Dicker, erzähl niemanden ein Wort. Und meine Ex-Freundin wirft sich vor den Zug, wow. Das ist ja hart, wenn sich jemand vom Zug schmeißt, ey. Boah, das hat ja auch dieser Fußballtorwart irgendwie gemacht. Hammer.
wenn einem dann so wirklich alles scheißegal ist, dass man sowas macht, das ist schon hart. Oder so verzweifelt ist oder so, das ist schon richtig unglaublich. Das klappt mittlerweile, bin ich stärker als zuvor. Nie mehr wieder Drogen, die mich schießen in den Orbit. Pass mich selber mit der Mucke und dann fliegen wir nach vorne. Nehm mich nicht als Vorbild, dieser Weg hier war ein Chaos. Ja, also meine Erfahrung ist wirklich, dass viele Menschen so mit zwischen 20 und 40, also oft so mit 30 rum oder so, dass dann auch so oft so eine Auseinandersetzung passiert mit sich selber und auch so mit dem Leben, mit wie geht's weiter und so. Also das passiert, ja. Stärker vielleicht als später, wenn man älter ist. Also es passiert ja immer wieder so, dass man sich so mit seinem Leben mal auseinandersetzt und so, ne? Im Idealfall auf jeden Fall. Aber wenn man jünger ist, passiert das eher, dass dann auch irgendwie, ja, das zu Problemen kommt oder dass ein, ja, dabei nicht gut geht irgendwie. Glück als Verstand, oft mit Rückgrat zur Wand, doch gib mit, was ich fand, mit dem Stift in der Hand. Dieses Biss macht dich krank, bist du bisschen bekannt. Musst du erkennen, dass hier leider keine Eier hat. Wegen einer Lein wollen sie mich stechen in der Heimatstadt. Was? Echt? Bist du bisschen bekannt, muss erkennen, dass ihr leider keine Eier habt. Wegen einer Leine wollen sie mich stechen in der Heimatstadt. Echt. Ist ja echt abgefuckt, ja. Arschlöcher. Gelaftes Business, keine Punchlines erlaubt. Sitzt mal keine Schlägertüten, kommt der Anwalt ins Haus. Ratet mal, warum hier keine Districts mehr kommt. Du riskierst dein Leben, deine Existenz für einen Song. Ja. Ah, okay, verstehe. Ja. Okay, entweder wenn du sowas machst, kriegst du ein Messer oder es kommt irgendein Anwalt und zieht dir die Hose runter und dann verdienst du überhaupt kein Geld irgendwie, weil die Drecksanwälte dir ja die Kohle wegnehmen. Das ist eh so ein Scheißpack hier. Ein dreckiges Scheißpack. Wir werden echt regiert auch von Anwälten so. Wirklich so. Und dann teilweise haben die 500 Euro Stundenlohn und so. Ne? Ach, so übel. Übles Dreckspack. Dieses lächerliche Drecks, bis ich spuck auf euch Ratten. Guck mal, keiner hier verbietet mir die Mucke zu machen. Alle abgehoben, fake und beflügelt vom Hype. Schwören täglich auf Gott, aber lügen dabei. Guck mal, Stresslevel immer überm Limit. Deshalb landete ich Anfang zu 20 in der Klinik. Körper zittert wie bei Parkinson. Okay. Ja, das Beste ist sowieso, ich bin immer noch beim Mann, weil wenn man gar nichts hat, hey, dann können sie einem nichts nehmen. Irgendwie, ne? Das ist immer noch echt am besten, wirklich. Das ist traurig, das ist echt traurig, aber es ist irgendwie echt irgendwo am besten. Wenn du sowas machst, oder du machst halt so, die Welt ist heil und solche Sachen irgendwie. 2 Tage, um drauf klarzukommen, im gleichen Tempo weiter, weil ich bin noch lang nicht angekommen, ich wurde nie an die Hand genommen. Geht's darum, wie das Leben läuft, frag mich, was die Mädels wollen, am Ende seid ihr eh enttäuscht. Tut mir leid, dass du mich so krass geliebt hast, aber ich hab kein Vertrauen und steck meinen Fokus in nieder. Schreib mit Hochdruck mal wieder, streck mir Schrotschüsse nieder, war auf Ansage, JCC nach... Wo ist er da? Okay. Ja... Tut mir leid, dass du mich so krass geliebt hast. Ja, das ist, das. Also man darf sich nie aufgeben wegen jemand anders, das ist nicht Liebe. Das ist so ein krankhaftes Fokussieren auf eine andere Person, dass die einem so gute Gefühle gibt oder so. So würde ich das eher ausdrücken. Also so ein Verliebtsein in eine Person, aber dann auch so sich selber auch, auch lieben und sich selber auch irgendwie stärken und so. Dass wenn man dann, da muss der Fokus drauf sein, dass wenn die Person es halt nicht mehr gibt, dass man trotzdem weiter stark ist. Klar ist das ein scheiß Gefühl, aber es ist halt einfach wie ein Entzug. Also vom Gehirn her ist es wie ein Entzug, ja. So, wenn dann eine Person nicht mehr da ist. Es ist wie ein Entzug von der Droge. Abschluss der Sieger, es begann die Welt, knackt die 1 Million Streams. Für mich alles nur ein Zeichen, sie fangen an zu kapieren. Reportagen bleiben mein Bruder, ist egal was passiert. Die Gemeinde und die Fam gewinnen zusammen und verlieren. Diese Welt ist nicht einer für alle, sondern einer für sich. Und den Rest lässt man fallen, der kann nix hält zusammen. Das wird deutlich gezeigt, diese Menschheit ist verdreckt und mit dem Teufel vereint. Okay, diese Menschheit ist verdreckt und mit dem Teufel vereint. Ja. Wort zum Sonntag. Denk mal drüber nach. Also man kann schnell in so eine Richtung gehen und so zu denken und so, ne? Also ich kenne das ja auch von mir. Ja, ist schwierig.
wenn man das alles sieht und jetzt sowieso die ganzen Nachrichten immer wieder und viel, die sind ja viel näher so als so früher, da hatte man teilweise drei Programme oder so, wo ich so ziemlich jung war, ne? Ja, kann ich nichts zu sagen. Macht euch auf das nächste Jahr gefasst, Freunde. Wir werden alles auseinandernehmen. RFDF, Ermann. Ja. Okay. Gut. Was habe ich denn heute an? Echt. Ja, ich wollte heute mal in Schwarz irgendwie, habe ich Bock gehabt, habe auch die Ohrhörer mal angezogen, Kopfhörer und Schwarz alles. Ja, ey, ich muss erstmal alles verkraften. Aber es ist echt interessant, also man weiß jetzt, oder ich weiß jetzt einfach, ich habe schon einiges von ihm reacted, so seinen Werdegang. Ja, da muss mehr rausgehen, mehr an die Luft, mehr an Leute oder so, da teilnehmen oder so. Also ich glaube, das ist auch wichtig. Aber ich verstehe das, wenn man so besessen ist von so Schreiben und so abliefern. Wer so eine Passion hat für so eine Sache, das ist auf der einen Seite natürlich was Tolles, aber auf der anderen Seite gibt es auch immer so eine andere Seite der Medaille. Ist das schon, kann das schon ganz schön heftig sein. So. Also das kaufe ich ihm voll ab. Ja, ist interessant, wie es weitergeht mit ihm. 2021 ist er jetzt schon fast vorbei. Und ja, er macht auf jeden Fall weiter und ich finde schon, dass er eine gute Fanbase hat und arg viel mehr kann man im Deutschrap vielleicht auch nicht erwarten. So, das ist schon eine ganze Menge so irgendwie, dass man so ganz nach oben kommt oder so, da weiß ich nicht. Das ist schwierig wahrscheinlich. Da musst du ganz extrem was machen, so Säurefass oder so Geschichten halt, ne, dass das so Aufmerksamkeit kriegt. Was natürlich auch traurig ist, aber so ist es. Okay. Also, ich habe das, das war jetzt vielleicht auch nicht so mein Bestes, was ich so reacted habe. Das war jetzt irgendwie, weiß ich auch nicht. Weiß nicht. Aber für mich auf jeden Fall interessant. Das auf jeden Fall. So. Okay, hey, ich wünsche euch alles Gute und RFDF. Tschüss.